Dieser Scheiß oben bleibt hängen. Wie viel Schaden hast du jetzt am Hänger? 1% bis jetzt. Wird okay, noch das mehr. Geht ja noch. Zurück raus kommst du hoch nicht, ne? Nö, nö. Was mit? Aber ich ziehe jetzt ganz langsam vorbei. Jetzt Folter vorwärts. Jetzt müsste es klappen. Ah, da hängt sie an den Hänger, an den Zaun hinten auf. An den Hänger. Ja, richtig. Aber wenn du da sagst, ich brauche, kann er nicht mit Schieben machen. Ja, aber mit Schieben kommst du ja auch nicht weiter. In Snowrunner klappt das aber, ja, der ist leider nicht. Schade, sonst hätte ich. Aber er rollt. Ich rolle ja. Ich komme jetzt so. Komme immer ein Stückchen weiter. Langsam. Jetzt rutscht er so langsam seitlich vorbei, glaube ich, ne? Die nächste Runge vorbei, wenn ich es richtig sehe. Müsste ich gleich durch sein. Mit viel Kraftaufwand. So, ich bin frei. Ja. Frei geht der Wind. Ja, bis zur Unendlichkeit. Verbrannt. Ich darf hier vorne gleich um die Ecke rennen. Jetzt bleiben wir noch mal beim Rausfahren hängen gleich. Nee, eigentlich nicht, wenn du es vernünftig angehst. Eigentlich ist eigentlich ein Scheißmod eigentlich. Ja, muss einfach nur so weit gerade ausfahren und dann eindenken, dass er halt im Endeffekt rumkommt. Ja, hier ist jetzt mehr Chancen. Das ist besser als gerade auf alle Fälle. Rein kommt man auch ohne. Oh, hier stand ein, da stand ein Panzer. Habt ihr gesehen? Nö. Die sind dort nicht gesenkt. Ah, bei mir stand ein Panzer da. 31 Tonnen haben wir. 31? Oh. Bei mir stehen 28 Tonnen Bauholz. Er ist wahrscheinlich schwankend. Ah, cool. Oh, wir fahren schönes Holz. Ach nee, ey. Leck mich doch. Nein. Es fährt ja keiner, dann sollte ja hier noch über Rot drüber kommen. Jetzt ist sowieso grün. Die Dinger sind so lang, du kommst ja durch die Stadt kaum raus. Ha, die dünne Straße. Ja, die kleine dünne Straße. Die fahren einfach arschlecht. Ihr müsst rechts abbiegen. Biege nach rechts. Ja, ich bin aber hinten an der dämlichen Laterne hängen geblieben. Und ich bin schon ganz am Rand. Wenn du sagst, dass es mit Schieben ja nichts ist. Nee, bei Schieben gibt es nur Schaden. Das haben wir schon alles ausprobiert. Also Schieben funktioniert bei RTS gar nicht. Wir haben Patrick auch schon mal versucht, an so einer Leitplanke vorbeizuschieben. Keine Chance. Ja, richtig. Ich nehme die Kurve mal ganz genau groß. Gegenfahrbahn, fertig. Ja, musst du ja auch teilweise bei solchen Langfrachten und Schwerfrachten sowieso. Wollen wir hier nochmal warten? Ja, machen wir ja auch gleich. Wir fahren ja jetzt gleich sowieso auf die Autobahn. Ich will jetzt nicht mit dem Verkehr das hier dicht machen. Auf der Autobahn hast du wenigstens einen Standstreifen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Aber das ist schon ein Koloss, also das macht Spaß. Wenn es einmal rollt, dann rollt es aber. Darf echt nicht viel entgegenkommen auf den Fahrbahnen. Oh, ich bleib hier vorne schon mal stehen. Ja, warte, hier um Ecke. Sind wir auf der geraden Spur.
rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mir ist egal, wer vorfährt. Ich fahre nicht so gerne vor. Verstehe ich gar nicht. Ja, ich gehe vorne immer am Bleifuß. Ich fahre lieber gerne hinten oder sowas. Vorne beim Vorfahren liegt die Verantwortung. Wie auf die Verantwortung habe ich ja kein Problem. Das Problem ist ja einfach nur, ich kann die Geschwindigkeit meistens nicht halten. Ja, wie eben, wo man ja gesagt hat, ne? Boah, wo bist du? War nur 2 mph Unterschied manchmal, ne? Wo dann halt mal mehr, mal weniger war, ne? Ja. Schwankt einfach zu groß. Ich zieh schon mal vor, dann mache ich den Vorreiter. Ich setze mich vor dich und guck das. Denk dran, wenn 65 maximal fahren können ich und 70 weiß. Ist erlaubt, nur 60 dann. Zucke hat den kleinen schnuckligen Doppelhänger. Ja, ich habe aber keinen eigenen. Oh, das Schild berührt, das hat sich aber ganz schön gedreht hier. Und schon wieder. Und jetzt liegt es. Da kommt der Sascha in Blau. Müsste Entchen ja auch gleich hier im Moment um die Ecke kommen, ne? Weg gerade. Oh, wenn das gut fließt, bin ich hier unten geflogen gleich. Oh. Ja, da ist er. Ja, dann können wir ja langsam losfahren, würde ich sagen, oder? Okay. Ja, dann fahr weiter, Auto. Ah. Ich höre schon wieder einen Bahnübergang. Hier ist der Wagen, ich fahre langsam, falls jemand von euch fliegen will, ich fahre ja, aus. Das wissen wir höchstwahrscheinlich. Irgendeiner muss auf jeden Fall immer. Also bei fünf Leuten muss garantiert einer wiegen, das würde mich sonst doch sehr, sehr schwer wundern. Ich darf auf jeden Fall. Ja, ich muss Gott sei Dank nicht. No, ich auch. Ich dürfte vorbeifahren. Bitte links halten. Ja, ich muss hoch raus. Oh, hätte ja klappen. Ich hol mir mal einen Kaffee. 57 Tonnen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ah, Manni hat auch Longload hinten dran stehen. Mhm. Das war die Bremse gut. Der schiebt. Hab die angeschubst. Ja. Boah, 62 Tonnen. Alter, bin ich fett. Wahnsinn, ne? Ich fahr hier vorne ran und warte. Ja, ganz in Ruhe, du kannst ganz langsam fahren. Halt mal so 20 mph, die anderen kommen hinterher. Ja, Sascha hat schon den ersten Anbumser gekriegt. Also bist du hinten drauf genagelt? Ja, schon wieder. Der will doch nur was spüren, aber bei den kleinen Stacheln. Bitte links. Aber siehst du, da bremst du so, dass du das ranrollst, aber dann kurz drauf. Das ist okay. Jetzt kannst du auch 60 hoch. Wieso sind die schon so weit? Ja, die sind schon so weit. Warum? Das hätte ich nicht gesagt. Ich gebe es ja zu, dass ich mal Sascha von hinten gucke. Ausgerechnet einer von denen, die auf nur persönliche Anwesenheit bestehen, kommt nicht. Ja, und er hat zum Ina mir gerade geschrieben, dass der... Ja, vor allen Dingen stramme Leistung jetzt zu sagen, weil der macht eine Fahrradtour, wer weiß wie weit. Ne? Ist ja in Ordnung, aber weißt du, das war einer von denen, die am lautesten geschrien haben, wir müssen persönlich kommen nach Düsseldorf, nur persönliche Treffen sind die richtigen. Und der hat sich verabschiedet und hat einen Kurzurlaub lieber genommen.
und macht hier, macht eine Fahrradtour, weil er morgen eine Fahrradtour anfängt. Das hätte er nicht mehr rechtzeitig zurückgeschafft aus Düsseldorf. Das ist echt, das ist das Geile daran. Die, die uns das einbrocken, dass wir alle nach Düsseldorf gefahren sind, verpissen sich selber. Also das ist echt, das finde ich die stramme Leistung daran. Nicht daran, dass der so toll und so weit Fahrrad fährt. Die anderen gefährden und selber verdrücken. Das ist geil. Ja. Habt ihr eine Geschwindigkeit? 60 Lichter. Das ist Wichserfahrt. Ja, auch wegen Sascha und Edge, weil die so weit hinten sind, deswegen frage ich. Ja, aber Sascha, ich will nochmal bremsen, dann werde ich nochmal bumsen. Wir sind jetzt erstmal beim Beschleunigen, aber im Moment sieht doch die Schlange noch relativ gut aus. Ja. Da muss Zuckel ja zum Glück drauf aufpassen, dass die Schlange nicht zu lang wird. Der vorne fährt, gibt die Ansagen. Ja, sorry, ich fahr 60. Ihr könnt erstmal Gas geben, bis ihr aufschließt. Bitte links halten. Die Abstände sind einigermaßen gleich, wenn ich das richtig sehe. Naja, im Moment sieht es doch relativ gut aus. Darf ja ein kleines bisschen schwanken, ist ja alles machbar. So, ich bin jetzt gerade mal eh erst auf 60 angekommen, dass ich brauche. Das, was Huckel vergisst, ist nämlich, er hat einen kleinen LKW, der viel schneller beschleunigt und unsere Riesenteile, bis ich auf 60 bin, da ist ja schon eine Minute oder länger auf 60. Ja, nur dafür könnt ihr mit 65 aufschließen. Ja, ganz einfach. Ja, das klappt gut bei dem ganzen Stau, aber im Moment geht's noch, ja. Aber wie gesagt, ich habe 65 drauf und du fährst mir noch davon. Kann eigentlich nicht sein, wenn ich 60 habe. Kann ja gar nicht sein. Ich habe ja jetzt 60 und ich hänge Manni am Arsch. Ja, und hier hänge ich fast. Jetzt komme ich mal näher, weil du abgebremst hast. Ja, ist ja normal, durch das Gewicht da. Ich kann runtergehen, ihr müsst mir das nur sagen. Ja, wir können ja beide eben kurz bis auf 55 runter, das ist ja nicht das Problem. Dann kommen die anderen da ein bisschen nach und dann können wir ganz in Ruhe gleich wieder beschleunigen. Im Moment sieht die Karte ja noch relativ gut aus. Genau. Und so eine LKW-Länge dazwischen ist ja kein Bremsweg. 55 nicht an. Ja, aber zwischen mir und Manni ist etwas länger, deswegen. Ich sehe dich aber. Du siehst mich? Bin ich so fett? Ja. Oha, du findest meinen breiten Arsch noch geil. Oha. Ich geb mal auf. Ich halte die Dashcam einfach voll auf Manni drauf und warte, was passiert. Ja, jetzt habe ich gesehen, wie er das Auto seitlich weggeschoben hat. Und jetzt die nächsten, jetzt haut er den weißen weg. Boah, zweimal angeeckt. Ein links, ein rechts gegeben. Ich bin rübergefahren und der zieht Dreck vor mich. Naja, der war neben dir, Manni. Den hast du eiskalt von der Bahn runtergedrückt. Toter Winkel. Und dann bist du auf die Seiten seitlich rausgekommen und hast den nächsten zurückgeschoben auf meine. Das ist ja nicht mal sauber runtergeschoben von der Bahn. Ja, deswegen sagt man ja, man legt dich nicht mit einem LKW voran. Genau, endlich kriege ich mal was geboten hier. Was ist das? Alter, das hörst du hier hinten kaum. Ja, ne? Das hörst du hinten nicht mehr. Was meinst du, wenn ich die leise Hupe nehme, da kommt gar nichts von an. Deswegen hat meiner das hab ich mal gehupt. Kommt nicht an. Ich gebe Rauchzeichen einfach. Ich fahr mit, dann mach ich alles zu. Gut, die LKWs tun ja genug Rauch in der Luft machen, ne? Brauchst nur eine Klappe zu, wo du dann Mausezeichen machen kannst. Oder wie bei Schuh das Money Tuch, ne? Rauchsex. Monster hat ein Heist reingeschmissen. Hey, süß nicht. Sie braucht Punkte, um sich zu ärgern. Ja. Irgendwann mogel ich mal so einen dazwischen, der 30.000 kostet. Da denken sie, ach, guck mal, 300 habe ich und dann sind es in Wirklichkeit 30.000. 30.000. Das muss sich dann aber lohnen, da muss das aber so ein GIF sein, wo dann über den ganzen Bildschirm ganz viele Bildchen drüber kommen, ne? Ja, also so der ganze Kanal Bildschirm passt. Voll mit Sternen. Beispiel, genau. Dann soll es sich ja lohnen und den Arm machen wir voll ja oben noch. Machen einfach ein All-In mit Entchen. Seine ganzen Credits gegen meine Credits. Und
Dann gewinne ich auf einmal, was? Okay, jetzt kannst ja, du ruhig gerne auf 60. Dann habe ich Pech gehabt. Und wenn du verlierst, bist du pleite. Ist geil, ne? Deswegen gehe ich nicht. Ja, wiege. Okay. Ich darf und? Halt, aber ich fahre raus. Ich muss wiegen. Ich bin wieder fett genug.